Wie viele seiner Kollegen wird Gerhard Bieber den 22. Juli 2016 wohl nie vergessen. Für die Johanniter des Regionalverbandes München sollte es ein außergewöhnlicher Arbeitstag werden. Kurz nach Feierabend ereilte dem Pressesprecher eine erste Meldung: Schüsse am Olympia-Einkaufszentrum. Kurz darauf wurden quasi all unsere Einheiten alarmiert und da war mir klar, dass dieser Tag wird anders enden als ein normaler. Es ist der 22. Juli 2016. Um kurz vor 18 Uhr fallen am Olympia-Einkaufszentrum Schüsse. Vor Ort und in der ganzen Stadt herrschen Panik. Der Täter ist ein 18 Jahre alter Deutsch-Iraner, Ali David Somboli. Spätere Gutachten ergeben, dass er psychisch krank ist. Seine Tat, eine Mischung aus Rachefeldzug und rassistisch motiviertem Gewaltverbrechen. Bevor er sich selbst erschießt, tötet er 9, insbesondere junge Menschen. Die Opfer haben alle Migrationshintergrund. Ein solches Szenario hatte es im Raum München bis dato noch nicht gegeben, auch nicht für die Helfer der Johanniter. Spätestens, als dann wirklich die Anforderung kam von der integrierten Leitstelle, schickt uns alles, was ihr habt, also alles an Personal, hauptamtlich wie ehrenamtlich, alle Fahrzeuge, die ihr besetzen könnt, da war klar, das ist ein wirklich einzigartiges Szenario, das ist hat eine Dimension, die man so wahrscheinlich auch noch nicht geübt hatte. Insgesamt waren 125 haupt- und ehrenamtliche Johanniter an diesem Tag im Einsatz. Während die Bevölkerung von der Polizei gebeten wurde, die Häuser nicht zu verlassen, machten sie sich auf den Weg, um anderen Menschen zu helfen. Von diesem Büro ging ein Teil der Koordination und Kommunikation aus. Verantwortlich dafür war mitunter Gerhard Bieber. Natürlich liegt es an uns, Ruhe zu bewahren, zu schauen, wo kann man die Hilfe am sinnvollsten einsetzen, was ist der Bedarf, was brauchen wir, damit wir helfen können, also was muss im Hintergrund geschehen, brauchen wir noch Getränke für unsere Helfer, weil die vielleicht gerade aus einer Tagschicht kommen und dann einfach weiterfahren, müssen die versorgt werden. Am Sonntag jährt sich das Attentat zum zweiten Mal, an dessen Opfer am Ort des Schreckens gedacht wird. Auch für Gerhard Bieber und alle Helfer ein Tag, der für immer in Erinnerung bleibt. Es ist eine Mischung aus Trauer um den Verlust von Menschen. Es ist aber auch ein gewisser Stolz auf die vielen, vielen engagierten Münchner, die sich in Hilfsorganisationen einsetzen, um anderen zu helfen, die an diesem Tag gesagt haben, ich mache die Türe für Fremde auf, kommt in meine Wohnung, hier seid ihr sicher. Das sind auch einzigartige Reaktionen, da stand die Stadt zusammen, da standen alle Hilfsorganisationen zusammen, alle Bürger mit den Hilfsorganisationen zusammen. Der Amoklauf vom 22. Juli 2016 hat eine tiefe Wunde in der Stadthistorie hinterlassen. Aber er hat auch bewiesen, dass die Münchner in Krisensituationen zusammenhalten.